Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, was bringt das Jahr 2022 für die 12 Sternzeichen, für eure Beziehungen, eure berufliche Ausrichtung und auch gesundheitlich? Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast mit dem Jahreshoroskop 2022 für die 12 Sternzeichen. In diesem Beitrag gebe ich euch den Überblick über eure wichtigsten Tendenzen für die Liebe und die Beziehungen, beruflich und finanziell und für eure Gesundheit und Vitalität. Die Timecodes, wann jedes Sternzeichen anfängt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bitte ganz runterscrollen bis unter den Horoskopeshop. Die Trends basieren auf dem großen Jahrbuch 2022 von meinem Mann Ray Merriman und mir, das jetzt erhältlich ist. Darin sind wir ausführlich auf die Wirkung der Konstellationen für euer Leben eingegangen, und zwar auf die klassischen Planeten und auch von Lilith, Göttin der weiblichen Urkraft, Chiron, dem verwundeten Heiler und Schicksalsanzeiger Mondknoten. Wir haben außerdem aufgeführt, bei welchen Geburtstagskindern die Planeteneinflüsse ganz direkt auf die Sonne im Horoskop wirken. Und natürlich wie immer die Highlights und die kritischen Phasen für das ganze Jahr. Und falls ihr euch besonders für Wirtschaftsprognosen interessiert, möchte ich euch auch Rays Buch Voraussagen für 2022 ans Herz legen. Mit den Prognosen für die weltweiten Aktienmärkte, Politik, Finanzen, Gold, Silber und vieles mehr. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Zum Jahreswechsel verlose ich außerdem eine persönliche Jahresvorschau als PDF und mitmachen können alle, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil. Übrigens, die Veröffentlichung des Monatshoroskops für den Januar verspätet sich etwas, nämlich auf den 29. Dezember. Und deshalb gebe ich hier schon mal die Gewinnerinnen aus der Verlosung vom Dezember bekannt. Ein Jahrbuch mit persönlicher Widmung geht an Nancy, die Mondeule. Danke für deinen tollen Kommentar. Und einen Antonias Sternekalender gewonnen hat Caroline Ewert. Danke für deine Treue. Ganz herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Bitte meldet euch per E-Mail unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse, damit wir euch die Gewinne zuschicken können. Ergänzend zu diesem Video mit den 12 Sternzeichen gibt es auch noch einen extra Beitrag zur kosmischen Schwingung des Jahres mit Jahresherrscher Jupiter, den gesellschaftlichen Entwicklungen, Astrowetter, Finanzen, dem rückläufigen Mars und einer Einschätzung zur Entwicklung im Pandemiegeschehen. Jetzt kann es gleich losgehen mit den Jahreshoroskopen und wir beginnen mit den Widdergeborenen und Widderaszendenten. Ein Tipp noch: Wenn ihr euch in eurem Sternzeichen nicht wiederfindet, schaut euch doch auch das Sternzeichen eures Aszendenten an. Darin sind auch wertvolle Informationen für euch. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widderaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Auch wenn es im Frühjahr vielleicht noch etwas hakt, ab dem 11. Mai und bis zum 28. Oktober bekommt ihr kosmischen Rückenwind durch Glücksplanet Jupiter. Und im zweiten Halbjahr ist Energieplanet Mars über lange Strecken auf eurer Seite. Für euer soziales Leben sind die Einflüsse günstig. Im ersten Quartal zeigt sich das vielleicht noch nicht so deutlich. Wahrscheinlich seid ihr dann beruflich sehr beschäftigt. Und auch für die frisch Verliebten sind die Umstände eventuell nicht ganz so heiter und unbeschwert, wie sie sich das wünschen. Aber es lohnt sich, an eure Beziehungen und eure Gefühle zu glauben. Auf eure lang bestehenden Freundschaften und auch guten beruflichen Kontakte könnt ihr euch das ganze Jahr über verlassen. Ab März herrscht Aufwind in euren Liebesbeziehungen. Und auf die Singles wartet ab dem 11. Mai bis Ende Oktober ein langer Sommer der Liebe, Lust und Flirtgelegenheiten. Spannende Begegnungen ergeben sich durch ein aktives Leben, etwa auf Reisen oder bei Fortbildungen oder indem ihr kulturellen Interessen nachgeht. Wenn ihr fest liiert seid, kann es dann Zeit werden, sich gemeinsam weiterzuentwickeln, zum Beispiel zu heiraten. Und auch ein Kinderwunsch kann sich erfüllen. Gemeinsame Abenteuer und Erlebnisse bereichern die Beziehung. Die zweite Jahreshälfte kann etwas aufwühlend werden.
Ihr neigt vermutlich dazu, den Ton angeben zu wollen und eure Energie kann dominant rüberkommen. Familienmitglieder und Mitbewohnerinnen wollen dann nicht nach eurer Pfeife tanzen und das kann zu Konflikten führen. Heikel sind hier die ersten Mai-Tage, Ende August und Anfang Oktober. Achtet bewusst darauf, was eure Lieben brauchen und sich wünschen, vor allem wenn ihr mit feinfühligen Zeichen wie Fische, Jungfrau oder auch Waage liiert seid oder zusammenwohnt. Zum Glück macht Jupiter euch großzügig. Versöhnung und Zusammenhalt erlebt ihr im Mai, Oktober und November. Beruflich könnt ihr große Entwicklungssprünge machen. Falls es im Januar Stress mit Vorgesetzten gibt, lasst euch davon nicht entmutigen, es liegt wahrscheinlich nicht an euch. Im März habt ihr einflussreiche Fürsprecher. Ab Mai könnt ihr durchstarten. Eine Beförderung mit Gehaltserhöhung kann anstehen. Wenn ihr selbstständig seid, gewinnt ihr neue Kunden und die Umsätze steigen. Falls ihr mit eurem Job nicht glücklich seid, könnt ihr eine bessere Stelle finden, die mehr Freude und eine höhere Bezahlung bringt. Günstig sind die Einflüsse auch, wenn ihr in Fortbildung, Rechtswesen, Unternehmensberatung und Coaching tätig seid oder geschäftlich mit dem Ausland zu tun habt. Powerplanet Mars bringt ab September einen Erfolgsschub bis zum Jahresende, vorausgesetzt, ihr ergreift die Initiative und beginnt neue Projekte. Falls sich dennoch Geschäftspartner im Oktober oder November zurückziehen oder Mitarbeiterinnen ausfallen, bleibt dran. Im Frühjahr 2023 geht es wieder weiter. Finanziell kann euer Einkommen steigen. Wenn ihr fit an der Börse seid, können Transaktionen mit hohem Risiko auch hohe Gewinne bringen. Besonderes Glück habt ihr im August und November. Im ersten Quartal sowie im September solltet ihr euer Geld lieber konservativ anlegen. Auch gesundheitlich sind die Aussichten erfreulich, wobei es von Januar bis April nicht schadet, wenn ihr euch manchmal eine Auszeit gönnt und euch mit euren geistigen und seelischen Bedürfnissen befasst. Holt euch eine Meditations-App und probiert es aus. Ab Mai steigt dann eure Vitalitätskurve steil an und den Sommer über habt ihr eine sehr kraftvolle Phase. Die könnt ihr zum Beispiel für einen Abenteuerurlaub nutzen oder um sportliche Wettbewerbe auszutragen. Oder ihr arbeitet an einem persönlichen Herzensprojekt. Setzt euch ein Ziel, ihr könnt es erreichen. Nur mit der Bikini-Figur wird's schwierig. Ausgerechnet von Mai bis Juli nehmt ihr schnell zu und nur mit viel Disziplin wieder ab. Also wenn ihr euch in Form bringen wollt, dann lieber im ersten Quartal und im Sommer dann mit Eis und Pizza ein bisschen aufpassen. Das waren eure Tendenzen für das Jahr 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Außerdem auch die Widder-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik und Finanzen und die Börse interessiert, möchte ich euch außerdem das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen. Es heißt Voraussagen für 2022. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten und herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Es wird ein aufregendes Jahr mit vielen Entwicklungschancen. Schicksalsanzeiger Mondknoten läuft durch euer Zeichen Stier. Deshalb steht ihr wohl häufig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Eure Meinung und euer nachhaltiger Lebensstil stehen hoch im Kurs. Für euer Liebesleben versprechen die Sterne prickelnde Zeiten. Bis zum 11. Mai sowie im November und Dezember knüpft ihr mühelos gute Verbindungen und auch eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk blühen und gedeihen. Für Singles ergeben sich das ganze Jahr über immer wieder Flirtchancen. Im Februar habt ihr Schmetterlinge im Bauch, im Juni stehen die Verehrer Schlange. Ihr genießt es, umschwärmt zu sein, aber eure Eigenständigkeit und Freiheit sind euch auch sehr wichtig. Und in der Liebe seid ihr experimentierfreudiger als sonst. Einige Stiergeborene sind gerade dabei, sich neu zu erfinden und ziehen möglicherweise Menschen an, die auf die Dauer doch nicht zu ihnen passen. Wenn es also ernst wird, überlegt deshalb gut, ob ihr mit dem oder der Auserwählten die gleichen Werte und Ziele für die Zukunft teilt. Bei den liierten Stiergeborenen stehen wichtige Beziehungsentscheidungen an, wie zusammenziehen, sich ernsthaft binden oder Kinderwunsch. Dafür stehen die Sterne sehr gut.
Besonders romantische Tendenzen, um Liebeswünsche zu verwirklichen, habt ihr im Februar, April und in der zweiten Julihälfte. Manchmal geht es aber auch darum, Konsequenzen zu ziehen. So kann auch eine Trennung anstehen. Wenn, dann wohl am ehesten im Juni, August oder November. Und dann dauert es wahrscheinlich nicht lange, bis ihr jemand Neues gefunden habt. Das Familienleben scheint ihr im neuen Jahr etwas aufzumischen. Das ist positiv, wenn sich zu viel Routine und Langeweile breit gemacht haben, kann aber auch schwierig werden, wenn ihr mehr Wirbel macht als nötig. Eine gute Zeit, die ganze Verwandtschaft zum Fest einzuladen, ist der August. Beruflich könnt ihr euch im neuen Jahr weiterentwickeln, zum Beispiel durch eine neue Stellung innerhalb eurer Firma. Sogar eine ganz neue Berufslaufbahn ist möglich. Wenn ihr im Marketing oder Verkauf tätig seid, habt ihr ein untrügliches Gespür dafür, was bei den Kunden ankommt. Generell möchtet ihr bei eurer Arbeit mehr eigene Ideen verwirklichen. Und wenn das gelingt, könnt ihr Großes vollbringen. Falls nicht, zieht ihr wohl ernsthaft in Erwägung, den Job zu wechseln. Engagiert euch dafür am besten in den ersten 4 Monaten des Jahres. Im März könnt ihr zum Beispiel eine Position mit mehr Verantwortung übernehmen. Ein Konflikt mit Vorgesetzten Anfang April ist lästig, aber eine Klärung lohnt sich. Im Juni und Juli verhandelt ihr geschickt und erfolgreich. Mitte August bis Mitte Oktober solltet ihr rasch zugreifen, wenn euch ein gutes Geschäft angeboten wird. Finanziell wird es ein gutes Jahr. Ende April, im August, September und in der zweiten Novemberhälfte kann die Kasse klingeln. Jedoch solltet ihr keine großen Summen an andere verleihen. Gläubiger könnten abtauchen oder verspätet zahlen. Achtet auch bei der eigenen Buchführung darauf, alle Zahlungsfristen einzuhalten. Eure Gesundheitssterne zeigen viel Aktivität, aber auch innere Unruhe an. Dem solltet ihr entgegensteuern, zum Beispiel durch autogenes Training oder Meditation. Der neue Trend Waldbaden ist wie für euch gemacht. Auch wenn ihr die Möglichkeit zum Gärtnern habt, könnt ihr dabei wunderbar wieder auftanken. Vorsicht nur beim Buddeln mit dem Rücken. Der ist dieses Jahr empfindlich und reagiert auch auf Stress. Yoga beugt hier sehr gut vor. Und wenn es erstmal passiert ist, wirkt Physiotherapie besser als Schmerztabletten. Am besten ihr setzt auf leichte, kontinuierliche Bewegung. Und gönnt euch Genusseinheiten, sei es gutes Essen, Massagen oder einen Beauty-Urlaub. Dafür wäre der Februar geeignet, falls nicht Einschränkungen dagegen sprechen, sonst auch der Mai und der Juni. Vorsicht zum Monatswechsel Juli-August, dann besteht ein erhöhtes Unfall- oder Verletzungsrisiko. Lasst euch da nicht hektisch machen oder unter Druck setzen. In der Ruhe liegt die Kraft. Das waren eure Tendenzen für 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Außerdem auch die Stier-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch auch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen, die Entwicklungen an der Börse, Gold und Silber interessiert, möchte ich euch das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen. Das mit dem Adler. Es heißt Voraussagen für 2022. Und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Ein energiegeladenes und erfolgreiches Jahr wartet auf euch. In eurem Beziehungsleben steht euch Reifeplanet Saturn dabei zur Seite, neue Verbindungen jetzt zu festigen. Nehmt euch Zeit, eure Kontakte zu pflegen, von denen sich wohl auch manche im Ausland aufhalten, die ihr schon länger nicht mehr getroffen habt. Glücklich liierte Zwillinge denken darüber nach, ihre Beziehung verbindlicher zu gestalten, zum Beispiel durch Zusammenziehen oder Heiraten, oder sie sind bereit, mehr Familienverantwortung zu übernehmen. Besonders schöne Zeiten dafür sind im März, Juli und September. Für die Singles sind die Monate von Mai bis Oktober voller Liebeslust und ihr flirtet auch erfolgreich im Internet oder mit Dating-Apps. Auch toll, Urlaub mit einer netten Clique. Freundinnen und Bekannte stellen euch Leuten vor, die euch gefallen. Umgekehrt solltet ihr auch für eure Freunde da sein. Falls sich da jemand als Außenseiter fühlt, solltet ihr euch der Person bewusst zuwenden. Manchmal kann die Liebe auch verwirrend sein, vor allem Januar, September und Oktober.
dann gebt ihr euch womöglich Illusionen und Fantasien hin. Oder Flirtpartner verschweigen, dass sie bereits gebunden sind. Schaut ganz realistisch hin und bleibt auch selbst bei der Wahrheit. Dann erspart ihr euch und anderen viel Herzschmerz. Von September bis Dezember macht Mars euch mutig und weckt euren Kampfgeist. Beim Flirten und in Beziehungsfragen ergreift ihr dann öfter die Initiative. Das sollte aber nicht zum Streit führen. Beim Argumentieren kann euch zwar niemand das Wasser reichen, aber es kommt ja auf die Gefühle an. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, sonst könnten sich Beziehungspartner im Oktober und November von euch abwenden. Zum Glück lässt sich das mit gutem Willen bis zum Frühjahr 2023 wieder in Ordnung bringen. Beruflich bietet das Jahr gute Chancen. Ihr könnt geschickt verhandeln, lukrative Geschäfte einfädeln und spannende Projekte ins Leben rufen. Gut möglich auch, dass man euch eine bessere Position mit mehr Verantwortung und höherer Bezahlung anbietet. Da sind vor allem der April, Mai, Juni und September vielversprechend. Im ersten Quartal sind allerdings Konflikte aufgrund von Missverständnissen oder unklarer Kommunikation möglich. Die meistert ihr mit Sachverstand, Fairness und Diplomatie. Ganz wichtig, unbedingt alle Vereinbarungen schriftlich formulieren. Vom 11. Mai bis 28. Oktober kommen wahrscheinlich interessante und einträgliche Angebote herein. Im November und Dezember solltet ihr nicht alles auf eine Karte setzen. Dann könnten Beteiligte an wichtigen Projekten, vielleicht auch ihr selbst, vorübergehend ausfallen oder Rückzieher machen. Verliert dann nicht die Geduld und setzt auch andere oder euch selbst nicht unter Druck. Ab Februar 2023 könnt ihr wichtige Vorhaben immer noch glücklich zu Ende bringen. Finanziell sieht es gut aus. Zahlungen aus erfolgreichen Geschäften kommen herein und es eröffnen sich auch neue Einkommenskanäle oder ihr erhaltet Prämien. Börsenaktivitäten sind von Juni bis Oktober lukrativ. Im ersten Quartal sowie im November und Dezember solltet ihr lieber konservativ vorgehen. Ende Juni winkt Finanzglück, zum Beispiel im Lotto. Gesundheitlich sieht es nach einem vitalen Jahr aus. Nur im ersten Quartal bitte nicht nachlässig werden. Vorsichtsmaßnahmen aufgrund von Ansteckungsgefahren solltet ihr wirklich ernst nehmen. Euer Immunsystem braucht Schutz. Und übertreibt es auch bitte nicht mit Genussmitteln und anderen Sachen, die Spaß machen, aber leider ungesund sind. Eure Schwachstellen können die Hüften sein und bei zu viel Stress auch Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen. Von August bis Oktober ist das aber weitgehend vergessen. Da lauft ihr zur Hochform auf. Sport an der frischen Luft und Atemübungen sind wunderbar als Gesundheitsvorsorge. Auch eure Hände solltet ihr trainieren. Ideal wäre ein musikalisches Hobby wie Gitarre oder Klavierspielen. Juni und Juli bieten sich für Wellness und Entspannung an. Falls möglich, am besten im Süden unter freiem Himmel. Für den November und Dezember solltet ihr schon frühzeitig Auszeiten einplanen, denn dann braucht ihr Erholung. Das waren eure Tendenzen für 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Außerdem auch die Zwillinge-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen, die Entwicklungen an der Börse, Gold und Silber interessiert, möchte ich euch das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen. Es heißt Voraussagen für 2022, das Buch mit dem Adler. Nähere Infos findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Die Sterne halten viele schöne Einflüsse für euer Liebesleben und eure Familie bereit. Die meisten Krebsgeborenen sind verliebt in die Liebe und Romantik und wünschen sich nichts sehnlicher als eine schöne Beziehung und glückliche Familienbande. Und es spricht einiges dafür, dass ihr bekommt, was euer Herz begehrt. Nutzt die ersten Monate des Jahres bis zum Mai, um Vertrauen aufzubauen und mit geliebten Menschen schöne Dinge zu unternehmen, die gemeinsame Erinnerungen schaffen, zum Beispiel eine Reise, wenn es möglich ist, oder ein Familienevent. Auch Anfang August, November und Dezember sind gute Beziehungszeiten. In euren festen Partnerschaften wird sicherlich öfter Thema sein, wie sich eure gemeinsamen Werte gestalten sollen und ob ihr genug Geld für bestimmte Anschaffungen habt. Oder ob ihr euch nun endlich fest binden wollt, zum Beispiel durch Zusammenziehen oder eine Heirat.
Auch für Singles ist das Jahr vielversprechend, um neue Menschen kennenzulernen. Gleich im Februar habt ihr eine teils stürmische Liebesphase. Vorsicht nur, wenn ein Verehrer sich zu sehr an euch klammert. Ab Mitte April wünscht ihr euch trotz eurer romantischen Natur mehr Eigenständigkeit in euren Beziehungen. Gut so, ihr müsst es nicht jedem recht machen. Eure Ausstrahlung verändert sich dann auch. Ihr werdet geheimnisvoller und ein wenig unberechenbar, was auf andere Menschen interessant und attraktiv wirkt. In der Liebe könnt ihr dann eine neue, leidenschaftliche und wilde Seite in euch kennenlernen. Im April, Juni, Oktober und Dezember sind eure Flirtchancen ausgezeichnet. Die Tendenzen fürs Familienleben sind stabil. Nur im September und Oktober können Spannungen aufkommen, die wahrscheinlich durch Missverständnisse ausgelöst werden. Vergewissert euch, ob ihr einander richtig verstanden habt, statt in die Worte der Verwandten viel hineinzuinterpretieren. Tipp im neuen Jahr: Widmet eurem Freundeskreis viel Aufmerksamkeit. Dort trefft ihr auf Seelenverwandte und könnt auch neue Menschen kennenlernen, die mit euch auf einer Wellenlänge liegen. Beruflich und finanziell bieten sich viele Chancen auf Erfolg, Beliebtheit und Zuwächse, besonders von Januar bis Mitte Mai sowie im November und Dezember. In dieser Zeit könnt ihr finanzielle Gewinne machen durch Verkäufe, Investitionen, Prämien oder Gehaltserhöhungen. Auch wenn ihr euch beruflich weiterentwickeln wollt oder den Job wechseln wollt, sind das gute Phasen. Viele Krebse haben auch innovative Tendenzen. Neue Technologien, digitale Medien und Online-Berufe versprechen Erfolge. Seid offen dafür, Neues zu lernen. So könnt ihr zum Beispiel für den März eine Fortbildung anpeilen. April und Mai sind gute Zeiten, eigene Ideen einzubringen. Und wenn ihr euch schon immer selbstständig machen wolltet, dann jetzt. Vorsicht in der zweiten Julihälfte. Dann solltet ihr bei finanziellen Absprachen nicht zu vertrauensselig sein. Der späte Juli ist dagegen sehr lukrativ. Vom 21. bis 25. Juli winkt sogar Lottoglück. Im September müsst ihr wohl Prioritäten setzen zwischen euren privaten Interessen und beruflichen Zielen. Dabei können euch Freundinnen und Freunde oder Familienmitglieder sogar helfen. Im November und Dezember ist der Draht zu Kolleginnen und Kollegen besonders gut. Achtet dann auf den Flurfunk, da erhaltet ihr wertvolle Informationen. Gesundheitlich sollte es ein weitgehend starkes Jahr für euch werden. Die Sterne helfen euch, intuitiv die richtigen Entscheidungen zu treffen und auf eure innere Stimme zu achten. Falls die letzten beiden Jahre euch arg zugesetzt haben, könnt ihr euch nun erholen, eventuell auch mit Unterstützung einer Gesprächstherapie. Im Februar solltet ihr auf euch Acht geben, euer Immunsystem reagiert dann heftig oder es kann auch zu kleineren Verletzungen oder Entzündungen kommen. Der März ist ideal, um ein sanftes Sportprogramm zu starten. Falls möglich, wäre Schwimmen wunderbar. Fühlt ihr euch im Mai und Juni nicht so wohl? Dann achtet darauf, ob vielleicht Umweltbelastungen oder falsches Sitzen am Arbeitsplatz die Ursache sind. Juli und August sind vitale und geradezu lustvolle Monate. Falls ihr eine Auszeit oder Kur plant, würde sich das letzte Quartal anbieten, um gründlich zu regenerieren. Das waren eure Tendenzen für 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten, alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres und außerdem auch die Krebs-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen und die Entwicklungen an der Börse interessiert, möchte ich euch das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen. Es heißt Voraussagen für 2022. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Es gibt viel für euch zu tun und der Kosmos belohnt diejenigen, die bereit sind, sich anzustrengen. Aber auch in eurem Liebesleben ist gewaltig was los. Powerplanet Mars weckt gleich im Januar die Lust auf Liebe und Erotik. Gleichzeitig seid ihr wahrscheinlich beruflich oder im Alltag sehr eingespannt. Im Februar flirtet es sich deswegen jedenfalls gut im Job. Der März verspricht Einladungen und gesellige Gelegenheiten. Von Mitte Mai bis Ende Oktober bringt Glücksplanet Jupiter Chancen auf schöne Erlebnisse mit Herzensmenschen, zum Beispiel auf Reisen oder bei gemeinsamen Hobbys. Auch euer sozialer Kreis kann sich dann erweitern.
Heiler Planet Chiron zeigt, dass ihr auch auf der Suche nach Heilung oder nach Erkenntnis, was eurer Seele gut tut, interessante Leute kennenlernt. Wenn ihr Single seid, wird es ein langer Sommer der Flirts und der Liebe, denn eure optimistische und großzügige Ausstrahlung kommt an. Liierte Löwen können schon im ersten Quartal eine Honeymoon-Phase erleben und auch der Rest des Jahres ist von Vertrauen und Einigkeit gekennzeichnet. Wichtig ist für euch alle, ob Single oder fest liiert, achtet im neuen Jahr auf Ausgewogenheit zwischen beruflichem und privatem. Manchmal seid ihr im Job so eingespannt, da fehlen Zeit und Energie, um soziale Ereignisse und Flirtchancen wahrzunehmen. Konzentriert euch dann nicht nur auf berufliche Kontakte. Beziehungspartner wollen auch Beachtung. Nicht, dass ihr plötzlich allein dasteht, wenn ihr dann endlich Zeit für Privates findet, weil sich euer Schatz längst was anderes vorgenommen hat. Nehmt also eure Partnerschaftsthemen ernst und steht zu eurem Wort. Wenn es gut läuft, machen manche Löwen auch ernst, indem sie endlich heiraten. Dafür würde sich der August anbieten. Um eure Freundinnen und Freunde solltet ihr euch gleich im ersten Quartal kümmern. Sonst kann es sein, dass diese sich im September und Oktober zurückziehen. In der Familie ist Zusammenhalt angesagt. Es scheint Störungen von außen zu geben. Vor allem im Juni müsst ihr als Team auftreten und dürft euch nicht gegenseitig im Stich lassen. Beruflich steht eine Menge an. Ihr könnt einen Höhepunkt in eurer Karriere erreichen, aber das ist wahrscheinlich anspruchsvoller und kostet mehr Zeit und Energie als erwartet. Einige von euch ernten nun die Früchte ihrer Arbeit der letzten 2 bis 5 Jahre, stellen aber fest, dass sie sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen können. Kaum werden andere auf euren Erfolg aufmerksam, stürmen neue Anforderungen und Anfragen auf euch ein. Zudem kann es Turbulenzen geben, weil Projekte und Pläne durch unerwartete Situationen von außen unterbrochen werden. Konzentriert euch auf eure Ziele und setzt klare Prioritäten. Ihr werdet öfter harte Entscheidungen treffen müssen, welche Sache ihr weiterverfolgt und welche nicht. Ihr könnt nicht auf allen Baustellen zugleich sein und es nicht jedem recht machen. Manchmal heißt die Entscheidung auch neuer Job. Von April bis August sind gute Zeiten für neue Aufgabengebiete. Bewerbt euch dann gegebenenfalls um eine Stelle. Finanziell kann es große Gewinnsummen und mehr Gehalt geben, aber auch kostspielige Unterbrechungen und Überraschungen. Sichert deshalb euren Besitz und euer Kapital ab und geht keine großen finanziellen Risiken ein. Die besten Zeiten für Zugewinne sind die Sommermonate. Was eure Gesundheit anbetrifft, mahnt der strenge Saturn, dass ihr eure körperlichen Grenzen akzeptieren solltet. Achtet auf genügend Ausgleich zum beruflichen Stress, sonst drohen Erschöpfung oder Burnout. Leichtes Fitness- und Ausdauertraining tut euch gut. Fangt damit möglichst im März an. Am besten, ihr trainiert mit einem Fitnesscoach. Das motiviert und ihr bleibt dran. Vorsicht, Ende Juli und Anfang August, da ist die Verletzungsgefahr erhöht. Lasst euch nicht hektisch machen und seid besonders achtsam. Günstige und stärkende Einflüsse für die Vitalität gibt es von Mai bis Oktober. Dann steigern Sport und Hobbys die Lebensfreude und sogar die Heilung chronischer Probleme ist möglich. Das waren eure Tendenzen für 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Außerdem auch die Löwe-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen und die Börse interessiert, möchte ich euch das Buch mit dem Adler ans Herz legen, das Jahrbuch von Ray Merriman. Es heißt Voraussagen für 2022. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten und herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Es wird ein spannendes Jahr. Ihr seid innovativ, beliebt und viele Menschen fühlen sich zu euch hingezogen. In der Liebe sind die Chancen wunderbar. Ihr seid offen für andere Menschen und könnt gute Verbindungen eingehen. Glücksbringer Jupiter läuft von Januar bis Mitte Mai sowie November und Dezember durch euer Partnerhaus. Für Singles sind das vielversprechende Zeiten und sie können sogar die große Liebe finden. Allerdings kann die eine oder andere Liebesillusion oder Enttäuschung dabei sein, vor allem wenn ihr neue Bekannte zu sehr anhimmelt oder unrealistische Erwartungen hegt. Doch wenn die Basis von Vertrauen und Ehrlichkeit stimmt, sind die Aussichten wunderbar.
Für Liierte sind die Sommermonate von Juni bis September besonders schön, um mit ihrem Schatz zusammen etwas zu unternehmen, zum Beispiel eine Reise mit Abenteuercharakter. Das schafft Erinnerungen, die den Zusammenhalt stärken. Etwas stressiger sind die Aspekte im Oktober und November. Dann können scharfe Worte fallen, wenn Vertrauensfragen im Raum stehen. In festen Beziehungen kann es auch Streit um die gemeinsamen Finanzen geben. Dann solltet ihr mal herausfinden, ob der Konflikt nicht in Wirklichkeit seelische oder familiäre Ursachen hat. Bei den Singles können sich im Herbst leidenschaftliche neue Affären ergeben, doch manche davon erweisen sich dann auch als Strohfeuer. Eine sichere Bank sind lang eingespielte Beziehungen und Freundschaften. Menschen, die ihr gut kennt und mögt, werden euch zur Seite stehen, wenn ihr Rat und Hilfe braucht. Der Familienzusammenhalt ist gut. Eine Zwistigkeit im Januar hält zum Glück nicht lange an. Doch da muss wohl mal was zur Sprache gebracht werden. Und das solltet ihr auch tun, sonst kommt die Sache im Dezember nochmal auf den Tisch. Zu Weihnachten kehrt aber wieder Frieden ein. Beruflich habt ihr innovative Tendenzen. Wenn ihr bereit seid, alte Pfade zu verlassen und euch vor moderner Technik nicht scheut, könnt ihr aufsteigen. Juli und August sind besonders gute Monate, um sich für eine interessante neue Position zu bewerben. Wenn ihr selbstständig arbeitet, kommen im ersten Quartal wahrscheinlich potenzielle neue Geschäftspartner mit schmeichelhaften Angeboten auf euch zu, die auch finanzielle Anreize bieten. Da ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Beachtet alle Details genau, um dann die richtige Chance zu ergreifen. Sorgt grundsätzlich bei neuen Arbeitsverträgen dafür, dass sie eindeutig schriftlich ausformuliert sind, bevor ihr mit dem Job beginnt. Die finanziellen Aussichten sind top. Ihr habt gute Verdienstmöglichkeiten. Feilschen um Vergünstigungen lohnt sich ebenso wie die Frage um Preisnachlässe bei Anschaffungen. Im Mai oder Juni dürft ihr mit zusätzlichem Geld rechnen, etwa durch die Auszahlung einer Versicherung oder Erbschaft oder einen Lottogewinn. Von September bis Dezember steigt euer Ehrgeiz und ihr habt richtig viel zu tun. Achtet im Oktober und November darauf, dass euer Arbeitsaufwand dem Vorhaben angemessen ist, sonst steckt ihr womöglich viel Energie in das falsche Projekt. Im Dezember verlasst ihr euch am besten auf eure eigenen innovativen Ideen. Für eure Gesundheit ist Entschleunigung Trumpf. Wirbelsäulengymnastik und Yoga oder auch Golf bekommen euch gut. Wollt ihr fasten oder die Ernährung umstellen? Dabei unterstützt euch der Kosmos im März und April. Besonders vitale Monate sind Juli und August, aber übernehmt euch dann nicht gleich. Von September bis Dezember bildet Mars einen aufreibenden Aspekt für euch. Das macht euch dynamischer, ihr neigt dann aber auch zu Hektik und mehr Stress. Seid dann vorsichtig mit ungewohnten Aktivitäten, damit es nicht zu Verletzungen kommt. Im Oktober und November ist die Infektionsgefahr erhöht. Gebt dann gut auf euch Acht, wenn ihr unter Leute geht. Generell können Tabletten oder Genussmittel stärker oder anders wirken als sonst. Solltet ihr eine unklare Diagnose erhalten, holt euch auf jeden Fall eine zweite Meinung ein. Das waren eure Tendenzen 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Außerdem auch die Jungfrau-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen, die Entwicklungen an der Börse, Gold und Silber interessiert, möchte ich euch das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen. Das mit dem Adler. Es heißt Voraussagen für 2022. Die Infos dazu findet ihr in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop. Für viele von euch war 2021 trotz aller Schwierigkeiten ein erfolgreiches Jahr und auch 2022 habt ihr gute Wachstumsmöglichkeiten und euer Einsatz wird sich auszahlen. Liebe und Beziehungen. Im ersten Quartal seid ihr häufig in der Familie gefordert, für Zusammenhalt zu sorgen. Es kann heiß hergehen. Plant ihr einen Umzug oder ziehen Kinder aus? Jedenfalls gibt es viel zu organisieren. Das Gute dabei, Aufgaben, die ihr jetzt gemeinsam bewältigt, vertiefen den Zusammenhalt in euren festen Beziehungen. Die beste Nachricht für die Liebe ist, dass Glücksplanet Jupiter von Mitte Mai bis Ende Oktober durch euer Partnerhaus wandert.
Die Menschen kommen dann auf euch zu und suchen eure Nähe und Singles lernen dann mühelos interessante Kandidatinnen und Kandidaten kennen. Jedoch wandert auch Chiron, der verwundete Heiler, durch euer Partnerhaus. Beziehungsthemen können verletzend sein, doch das ist auch mit der Chance auf persönliche Weiterentwicklung verbunden. Und manchmal wird es nötig, toxische Beziehungen zu beenden. Wenn ihr glücklich liiert seid, erhaltet ihr das ganze Jahr über gute und stabile Einflüsse. Im Juni, August und Oktober zeigen sich allerdings einige Aufregungen. Da läuft es nicht immer harmonisch. Dann kann sich Distanz breit machen, wenn ihr euch nicht anstrengt, das Miteinander hochzuhalten und zu einem gemeinsamen Rhythmus zu finden. Im August solltet ihr euch außerdem nicht in Streitigkeiten zwischen Freunden hineinziehen lassen. Ab September bringt Powerplanet Mars Schwung und Unternehmungslust. Gemeinsam mit anderen geht dann vieles besser, nicht nur Freizeitspaß. Auch wenn ihr mit Herzensmenschen oder Freunden zusammen Aufgaben übernehmt, zum Beispiel für ein Charity-Projekt, stärkt das die Verbindung. Auch gut, ein neues Sportprogramm beginnen oder aktiv Urlaub machen. Dabei lernt ihr interessante Menschen kennen. Von November bis Mitte Januar können sich Bekannte zurückziehen. Das solltet ihr möglichst nicht persönlich nehmen. Oder überlegt ihr es euch selbst vielleicht nochmal anders? Wie auch immer, Hauptsache ihr verständigt euch darüber. Dann läuft es im Frühjahr 2023 wieder rund. Beruflich erhaltet ihr das ganze Jahr über Unterstützung von Businessplanet Saturn. Wahrscheinlich vollendet ihr 2022/23 ein wichtiges Projekt, an dem ihr wohl die letzten 2 bis 5 Jahre gearbeitet habt. Und ihr findet damit viel Anerkennung. Energieplanet Mars steht ab Ende August ebenfalls günstig, um voranzukommen. Er zeigt viel Arbeit an, aber auch die Kraft, sie zu bewältigen. Von Mai bis Oktober erhaltet ihr wahrscheinlich günstige Angebote, doch die solltet ihr ganz realistisch prüfen und nehmt gegebenenfalls auch eine Rechtsberatung in Anspruch. Finanziell steht ihr im Großen und Ganzen gut da. Eure abgeschlossenen Projekte zahlen sich aus. Im März und im Juni verhandelt ihr gut und es kommt Geld herein. Allerdings kann es in Finanzpartnerschaften zu Schwierigkeiten kommen, wenn andere plötzlich ihre Strategie ändern oder sogar eine Vereinbarung missachten, vor allem im Januar, Ende Mai und September. In diesem Fall klärt die Angelegenheit bitte mit Ruhe und Geduld, damit es nicht zu einem verlustreichen Bruch kommt. Erfolgreich läuft es dagegen in den Bereichen, in denen ihr selbst Verantwortung tragt. Da zahlen sich eure guten Leistungen aus. Eure Gesundheit ist insgesamt stabil. Ihr könnt sogar eure Fitness und Vitalität in vielen Bereichen verbessern. Der Kosmos schenkt euch die nötige Disziplin, um zum Beispiel schädliche Gewohnheiten wie Rauchen oder ständiges Naschen aufzugeben. Wer in einer Langzeitbehandlung ist, hat gute Chancen auf Besserung, die dann dauerhaft und verlässlich ist. Im März könnt ihr prima auftanken und etwas für euer Herz-Kreislauf-System tun. Vorsicht, Ende Mai und Juni, da liegen schon mal die Nerven blank und Beziehungskonflikte können euch gesundheitlich zusetzen. Auch die Erkrankung eines geliebten Menschen kann euch in dieser Zeit belasten. Gebt auf euch Acht, dann könnt ihr auch anderen besser helfen. September bis November sind aktive Monate, in denen ihr nicht nur besonders viel Unternehmungslust, sondern auch großes Durchhaltevermögen habt. Macht was draus. Das waren eure Tendenzen für 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Außerdem auch die Waage Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen, die Entwicklungen an der Börse, Gold und Silber interessiert und noch vieles mehr, möchte ich euch das Jahrbuch mit dem Adler empfehlen von Ray Merriman, Voraussagen für 2022. Die Infos findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Im neuen Jahr gibt es viele Gelegenheiten für euch, zu zeigen, was in euch steckt. In der Liebe bleibt es anregend und aufregend, denn nicht nur der große Veränderer Uranus sendet seine Kräfte in euer Partnerhaus, nun kommt auch noch Schicksalsanzeiger Mondknoten dazu.
Das bedeutet, wichtige Impulse für euer Leben und euren Seelenweg kommen durch Begegnungen, Freundschaften und Partnerschaften. Eure bestehenden Beziehungen wollen sich verändern und weiterentwickeln. Für Singles, die auf der Suche sind, gibt es praktisch ganzjährig Möglichkeiten, spannende Begegnungen zu erleben und Partnerschaften einzugehen. Aus Freundschaft kann Liebe werden und umgekehrt. Die erstaunlichen neuen Entwicklungen reißen nicht ab. All das bedeutet für euch als tiefschürfende und hintergründige Charaktere, dass ihr euch stärker für euer Gegenüber öffnen solltet, um die damit verbundenen Möglichkeiten auszuschöpfen. Die Zeit der Alleingänge ist vorbei. Ihr dürft euch aus der Deckung wagen. Der Kosmos schenkt euch besonders liebevolle und romantische Gefühle im ersten Quartal sowie im November und Dezember. In dieser Zeit kommen Menschen ganz von selbst auf euch zu. Für einige von euch steht allerdings auch an, sich von Beziehungen zu trennen, die ihren Zweck erfüllt haben. Und dann werdet ihr womöglich erstaunt sein, wie schnell jemand Neues die entstandene Lücke ausfüllt. In dieser Hinsicht wird wohl der August ziemlich aufregend. Vielleicht ändern sich auch Partner oder Partnerin plötzlich und wollen neue Wege gehen. Sprecht darüber, wie ihr euch gemeinsam weiterentwickeln könnt. Es lohnt sich. Einige Baustellen scheint es im Familienleben zu geben, etwa weil ein betagtes Familienmitglied erkrankt ist und es wird schwierig, die benötigte Hilfe zu finden. Auch Reparaturen im Haus oder ein Umzug können sich als Belastungsprobe erweisen, besonders im März und im August. Doch im Grunde wisst ihr, was zu tun ist. Versucht aber nicht, die gesamte Verantwortung allein zu schultern. Geht mit gutem Beispiel voran, dann machen auch die anderen mit. Die gegenseitige Hilfe stärkt außerdem den Familienzusammenhalt. Für euer berufliches Fortkommen schenkt euch der Kosmos einen scharfen Verstand, gute Geschäftsideen, Fantasie und ein feines Einfühlungsvermögen. Gleichzeitig seid ihr gefordert, euer Bestes zu geben und dürft lernen, euch auf immer neue Umstände einzustellen. Ihr solltet euch möglichst auf ein berufliches Ziel konzentrieren und ganz klare Prioritäten setzen. Aufgaben gibt es reichlich für euch, aber ihr müsst nicht jede davon annehmen und solltet eure Kräfte und Zeit gut einteilen. Vor allem im Januar und im Mai kämpft ihr gegen Widerstände. Im März, Juni und August läuft es dagegen rund. Finanziell sieht es gut aus, sogar eine Gehaltserhöhung oder Prämie ist möglich. Selbstständige können mit steigenden Verkaufszahlen rechnen. Vorsicht jedoch bei finanziellen Vereinbarungen mit anderen. Die können sich als unzuverlässig erweisen, vor allem im letzten Quartal. Und dann könnten auch Streitigkeiten um Sorgerechtsfragen euer Budget belasten. Aber rund um euren Geburtstag habt ihr eine super Phase, um bei Bewerbungen zu überzeugen oder Gehaltsverhandlungen zu führen. Gesundheitlich sorgt Wohltäter Jupiter im ersten Quartal sowie im November und Dezember für eine gute Vitalität und Lebensfreude. Trotzdem warnen die Sterne, dass ihr weniger belastbar seid als sonst. Geht nicht zu verbissen an eure Aufgaben heran und achtet darauf, dass Vergnügen und Entspannung nicht zu kurz kommen. Vor allem im März und August solltet ihr euch nicht übernehmen, sonst drohen Rückenprobleme und im schlimmsten Fall sogar Erschöpfung oder Burnout. Und lasst euch rund um den Monatswechsel Juli-August nicht hektisch machen, denn in der Zeit ist das Verletzungsrisiko erhöht. Stress kann sich auch durch Verkrampfungen oder Nervosität und Schlaflosigkeit bemerkbar machen. Eigentlich habt ihr ein feines Gespür dafür, wie viel ihr euch zumuten könnt. Also lauscht auf eure innere Stimme. Starke Zeiten habt ihr Mitte April bis Mitte Mai sowie rund um euren Geburtstag. Das waren eure Tendenzen 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr noch viel mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Außerdem auch die Skorpion-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen und die Entwicklungen an der Börse interessiert, möchte ich euch außerdem das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen. Voraussagen für 2022, das Buch mit dem Adler. Wie ihr es findet, alle Infos dazu hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Egal wie schwierig das Jahr startet, Glücksplanet Jupiter ist auf eurer Seite
und auch Business-Planet Saturn steht günstig. Das macht euch erfolgreich und zugleich stabil, auch in der Liebe. Freut euch auf eine lange und lustvolle Saison der Liebe von Mai bis Oktober. Im Frühjahr gibt es jedoch bei euch zu Hause wohl etwas zu klären. Der Einfluss von Neptun zeigt hier unklare Situationen an. Wahrscheinlich muss in der Familie mal ein Geheimnis angesprochen werden und diese Aufgabe kommt wohl euch zu. Handhabt das bitte mit ganz viel Fingerspitzengefühl. Dafür würde sich der März anbieten. Der ist gut für liebevolle Gespräche und Unterstützung im Familienkreis. Als Single könnt ihr im ersten Quartal schmeichelhafte Flirts erleben. Aber falls ihr selbst keine Absichten habt, weckt lieber keine falschen Hoffnungen. Wenn die Person enttäuscht wird, könnte sie nachtragend sein. Von Mitte Mai bis Ende Oktober lässt Glücksbringer Jupiter euer Sozialleben blühen und fördert gesellige Aktivitäten. Dann lernt ihr Menschen kennen, indem ihr eure Lebensfreude mit anderen teilt. Zum Beispiel beim Ausüben von Hobbys, beim Sport oder auch auf einer abenteuerlichen Reise. Fest Liierte sehen ihren Schatz dann wieder mit neuen, begehrlichen Augen und können gemeinsam viel Spaß haben. Singles genießen Frühlingsgefühle im Mai und können sich im Juni und Juli auf viele gute Flirtmöglichkeiten freuen, im August auch auf eine Urlaubsliebe. Ab September bitte nicht provozieren lassen. Begegnungen verlaufen dann gerne nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich. In festen Beziehungen prallen in der zweiten Jahreshälfte öfter mal die Meinungen aufeinander. Zum Glück seid ihr nicht nachtragend. Im Oktober solltet ihr euch wieder mal bei euren Freunden melden. Gut möglich, dass die dann eure Hilfe brauchen. Anfang Dezember könnt ihr enttäuschte Gefühle vermeiden, wenn ihr ehrlich und klar mit eurem Gegenüber umgeht. Generell gilt für die Schützen, vor allem die der dritten Dekade, nichts versprechen, was ihr nicht auch einhalten könnt. Beruflich ist 2022 ein Jahr, um große Unternehmungen über die Zielgerade zu bringen. Dabei helfen euch gute Organisation und Fachkompetenz. Bei der Arbeit seid ihr ernsthaft, fokussiert und verantwortungsvoll. Wenn ihr einen kreativen Beruf ausübt, habt ihr von Mai bis Oktober eine wunderbare Schaffensphase. Auch eine neue Zusammenarbeit kann dann entstehen. Die Zeit ist außerdem geeignet für Reisen oder Geschäftsbeziehungen mit Menschen aus aller Herren Länder. Die letzten 4 Monate des Jahres könnten herausfordernd werden, vor allem bei neuen Projekten. Dann wird die Konkurrenz härter und ihr seid leichter gereizt. Vertrauensprobleme können dann auftreten, falls ihr oder andere sich aus Vereinbarungen zurückziehen. Jedoch können auch Covid-Maßnahmen oder Lieferschwierigkeiten euch zu schaffen machen oder auch Leute, die versuchen, euch auszutricksen. Konzentriert euch auf vertrauenswürdige Geschäftspartner und klärt aufkommende Schwierigkeiten unverzüglich. Finanziell sieht es gut aus. Ihr könnt viel verdienen oder umsetzen. Die Frage ist nur, ob ihr euer Geld auch richtig managt. Fehleinschätzungen können im ersten Quartal zu Verlusten führen. In den Sommermonaten gibt es viele Finanzchancen, aber haltet euer Geld zusammen. Gesundheitlich solltet ihr im ersten Quartal auf euch Acht geben. Das Immunsystem könnte zeitweise schwächeln. Holt euch bei unklaren Diagnosen eine zweite Meinung ein. Zwischen Mai und Oktober steigt die Vitalkurve spürbar an, vor allem Ende Mai bis Anfang Juli. Legt anstrengende Vorhaben in diese Zeit, zum Beispiel ein neues Sportprogramm, ein Renovierungsprojekt oder Freunden beim Umzug helfen. Ihr hättet die Kraft dafür und den Spaß daran. Während der letzten 4 Monate kann Powerplanet Mars euch ungeduldig und gereizt machen. Sport und Bewegung schaffen Ausgleich, ebenso Entspannungsübungen, falls euer Geist nicht zur Ruhe kommt. Im Oktober und November schwankt eure Form zwischen supervital und abgeschlagen. Trainiert am besten vorher schon euer Immunsystem durch viel Bewegung an der frischen Luft oder auch mit heißkalten Duschen und vitaminreicher Ernährung. Das waren eure Tendenzen 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Außerdem auch die Schütze-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen, die Entwicklung an der Börse, Gold und Silber interessiert, möchte ich euch außerdem das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen. Das Buch mit dem Adler. Es heißt Voraussagen für 2022. Alle Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.
Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Ihr startet ins neue Jahr mit Glücksbringer Jupiter an eurer Seite, sodass ihr wohl trotz allem eine optimistische Aufbruchsstimmung verspürt. In der Liebe verheißen die Sterne gleich zu Jahresbeginn Aufregung und Leidenschaft, vor allem für die Januar-Steinböcke. Singles starten womöglich mit einem heißen Flirt ins neue Jahr und die Festliierten entdecken prickelnde Möglichkeiten, ihr Liebesleben aufregender zu gestalten. Vorsicht nur, wenn euch und den Partner oder Partnerin außer Leidenschaft nicht viel verbindet, denn Beziehungen, die zwischen Januar und März entstehen, können euer Leben langfristig beeinflussen. Schön für alle Steinbock-Geborenen ist, dass sie gleichzeitig auch romantische und zärtliche Einflüsse empfangen, die es ihnen leichter machen, ihr Herz für die Liebe zu öffnen. Die besten Zeiten sind hier von Januar bis Anfang Mai sowie im November und Dezember. Ab Mitte April können sich für Singles Liebesbegegnungen ergeben, die sehr intensiv sind. So leidenschaftlich kanntet ihr euch noch gar nicht. In bestehenden Beziehungen könnte im zweiten Halbjahr eine Konkurrentin auftauchen und ihr erkennt dadurch, wie viel euch eure Partnerschaft bedeutet. Einige Steinböcke sind in der Familie sehr ausgelastet, etwa weil sie sich rührend um einen erkrankten Angehörigen kümmern. Versucht nicht, alles allein zu schultern, sondern bittet auch mal um Hilfe. Im Juni und Juli erntet ihr Widerstand, wenn ihr zu Hause unbedingt bestimmen wollt, wo es langgehen soll. Falls etwa ein Umzug oder eine Renovierung anstehen, bindet alle mit ein und betrachtet es als gemeinsames Abenteuer. Dann wird es funktionieren. Eure Freundschaften halten, nicht zuletzt dank eurer Treue. Einige Freundinnen und Freunde werden wohl ziemlich viel um die Ohren haben. Manchmal muss der erste Impuls zum Treffen daher von euch ausgehen. Und so sieht's für Karriere und Finanzen aus. Wenn ihr im Januar Geburtstag habt, kann sich im ersten Quartal eine weitreichende neue Möglichkeit für eure Karriere ergeben, die mit viel Geld und Einfluss verbunden ist. Diese Entscheidung ist lebensverändernd. Deshalb solltet ihr die Konsequenzen vorher genau abwägen und am besten erst nach dem 22. Februar unterschreiben. Für alle Steinböcke gilt, dass eure Tendenzen interessant und innovativ sind. Wer denkt, ihr werdet konservativ oder gar langweilig, wird sich wundern, wie viele spannende neue Impulse und Visionen ihr auf Lager habt. Mit euch kann man nicht nur über die Zukunft reden, sondern sie auch gestalten. Das hilft euch auch, neue Wege zu gehen, etwa durch eine neue Stelle oder indem ihr im bestehenden Job neue Aufgaben annehmt. Gute Zeiten dafür sind im März, Juli und Oktober. Achtung im November und Dezember, auf Kolleginnen oder Mitarbeiter ist dann nicht unbedingt Verlass oder sie stellen sich quer. Da müsst ihr gegebenenfalls steuernd eingreifen. Finanziell kann es ein Jahr guter Zugewinne werden. In den Sommermonaten solltet ihr euch dann mit Ausgaben und riskanten Entscheidungen zurückhalten. Doch die Zeiten von Januar bis Mitte Mai sowie November und Dezember sind günstig für Spekulationen und Börsenhandel. Für eure Gesundheit ist es wichtig, dass die Lebensfreude nicht zu kurz kommt. Gönnt euch regelmäßig Entspannung und Spaß und auch den Genuss von Kunst und Kultur. In der Zeit von Mai bis Juli neigt ihr dazu, euch zu übernehmen, besonders im Einsatz für die Familie und den Wohnbereich. Sport zum Ausgleich ist gut, aber bitte immer schön aufwärmen, sonst drohen Zerrungen und Muskelschmerzen. Besonders betroffen sind die Oberschenkel. Und die Hüften können zwicken, wenn ihr zu lange sitzt. Die Fitnessforschung hat gezeigt, wie wichtig Dehnübungen sind. Regelmäßig Yoga ist die reinste Wundermedizin für den dauerehrgeizigen und gestressten Steinbock, um entspannt und beweglich zu bleiben. Der Januar wäre perfekt für Wellness- und Verwöhneinheiten, wenn die geltenden Beschränkungen es euch erlauben. Im April und Mai habt ihr besonders gute Regenerationskräfte, falls eine Therapie ansteht. Der August wäre ideal für Sport oder einen Aktivurlaub. Im Oktober bitte unbedingt das Immunsystem stärken. Das waren eure Tendenzen für 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr noch viel mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des ganzen Jahres. Außerdem auch die Steinbock-Geburtstagskinder, die wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen, die Entwicklungen an der Börse, Gold, Silber und mehr interessiert, möchte ich euch das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen, auch Steinbock.
Es heißt Voraussagen für 2022 und ihr findet es über die Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Betrachtet eure Aktivitäten und Entscheidungen im neuen Jahr als Investitionen für eure Zukunft. Die Liebessterne versprechen aktive und anregende Zeiten, wenn nicht gerade beruflich extrem viel zu tun ist. Das kann im neuen Jahr euer Dilemma sein, Zeit und Energie so einzuteilen, dass genug davon für euer soziales Leben übrig bleibt. Pläne rund um euer Heim und mit der Familie, wie etwa ein Umzug, eine Renovierung, Kinder oder Partner, die ein- oder ausziehen, können euch im neuen Jahr sehr beschäftigen. Deshalb solltet ihr euch bewusst Zeit für feste Beziehungen und Familienangelegenheiten nehmen und immer absprechen, wann ihr Freiraum für eure persönlichen oder beruflichen Projekte braucht. Vergesst nicht, euren Lieben Wertschätzung zu zeigen, denn gerade wenn ihr viel Stress habt, seid ihr auf ihre Unterstützung angewiesen. Die besten Phasen für Qualitätszeit mit Partner oder Familie, zum Beispiel ein Urlaub, sind im Mai, Juni und Oktober. Sollte eure Beziehung angeschlagen sein, steht womöglich eine Trennung im Raum. Euer Schatz darf euch nicht unter Druck setzen. Ende Juli, die zweite Augusthälfte und die erste Novemberhälfte sind dahingehend etwas kritisch. Singles erleben intensive Frühlingsgefühle im März, nicht nur für neue Flirts. Eine Liebesgeschichte, die im Dezember 2020 begann, kann nun wieder wichtig werden. Von Mitte Mai bis Ende Oktober verspricht Glücksbringer Jupiter gesellige Gelegenheiten, schöne Unternehmungen mit Freundinnen und Freunden und viele Einladungen. Das ist natürlich auch super zum Flirten. Menschen trefft ihr ebenfalls, indem ihr euch weiterbildet oder über euer Interesse an Politik und Zukunftsthemen. Auch um den Kontakt zu Geschwistern zu pflegen, sind die Sommermonate günstig. Ab September und für den Rest des Jahres weckt Mars die Libido und macht Lust auf erotische Abenteuer. Beruflich stehen neue Aufgaben mit mehr Verantwortung und Einfluss an, vielleicht auch eine höhere Position. Dafür müsst ihr euch aber wohl zeitlich stärker festlegen und habt weniger Freiraum für persönliche Vorhaben. Denkt langfristig. Eure Bemühungen werden Früchte tragen, wahrscheinlich in 2 bis 5 Jahren. Doch auch schnelle Erfolge und finanzielle Zuwächse sind möglich, vor allem in der Zeit vom 11. Mai bis 28. Oktober. Dann ergeben sich gute berufliche Chancen, besonders wenn ihr mit Marketing, PR, Journalismus und Verkauf zu tun habt oder mit Wissensvermittlung, Social Media und Schule. Möglich sind auch technische Neuerungen, die euer Arbeitsumfeld verbessern. Für Bewerbungen sind der April und die zweite Junihälfte vielversprechend. Ab September habt ihr viele knackige Ideen, die zu interessanten Projekten führen. Nicht alles lässt sich verwirklichen. Im November und Dezember kann es zu Rückziehern kommen. Dann heißt es dranbleiben. Im nächsten Frühjahr wird sich das Blatt zum Guten wenden. Finanziell habt ihr gute Verdienstmöglichkeiten. Besonders im ersten Quartal sowie im November und Dezember klingelt die Kasse. Eher ungünstig sind Spekulationen und der Kauf von Immobilien. Wenn, dann wohl am besten im März. Ansonsten legt euer Geld lieber konservativ an. Das A und O für eure Gesundheit ist ein guter Ausgleich zwischen Arbeit, Entspannung, Vergnügen und Sport. Große berufliche Verantwortung und Aufregungen im Privatleben können viel Stress verursachen und euch ganz schön unter Druck setzen. Im Juni und von September bis Dezember verspricht Energiespender Mars Power und Bewegungsdrang, wobei regelmäßiges Ausdauertraining wichtiger ist als sportliche Höchstleistung. Es geht darum, das Herz zu stärken. Und die Entspannung bitte nicht vergessen, am besten mit Stretching oder Yoga. Das ist besonders wichtig im Juli und August, dann neigt ihr zu Hektik und rund um den Monatswechsel ist auch die Verletzungsgefahr erhöht. Eure Nerven sind wahrscheinlich häufiger angespannt und so mancher Wassermann hat mit Schlaflosigkeit oder nächtlichen Wadenkrämpfen zu tun. Tipp der Sterne, grüner Tee statt Kaffee und regelmäßig Magnesium nehmen. Das waren eure Tendenzen für 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres.
Außerdem auch die Wassermann-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen und die Börsenentwicklungen interessiert, möchte ich euch das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen. Voraussagen für 2022, das Buch mit dem Adler. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2022. Freut euch auf euer 12-jähriges Hoch im Jupiterzyklus. Es verheißt glückliche Momente, Beliebtheit, Selbstvertrauen und Chancen auf Wachstum. Und das wirkt sich auch positiv auf die Liebe aus. Ihr habt eine angenehme Ausstrahlung und die Menschen suchen eure Nähe. Wenn ihr glücklich liiert seid, dürft ihr euch auf innige Momente in der Partnerschaft freuen und solltet eine Reise an einen romantischen Ort planen, am besten an ein Gewässer. Wenn es jedoch kriselt, seid ihr anfällig dafür, euch auf eine heimliche Affäre einzulassen. Dann müsst ihr euch fragen, ob das eure Probleme löst oder ob ihr nicht lieber ehrlich mit eurem Schatz sprechen wollt. Das solltet ihr dann gleich im Februar oder April anstreben. Für die Singles unter euch ist von Januar bis Mitte Mai sowie im November und Dezember Hochsaison zum Anbandeln. Manchmal ist die Frage, ob ihr dabei wirklich authentisch seid. Bringt ihr es fertig, Nein zu sagen, wenn jemand in euch verliebt ist, ihr aber nicht in ihn? Steht ihr zu euren Schwächen, wenn jemand euch auf einen Sockel stellt? Ehrlichkeit ist wichtig, sonst wird's kompliziert, vor allem Mitte März und in der zweiten Septemberhälfte. Doch wenn die Liebe gegenseitig ist und ihr frei füreinander, könnt ihr sehr glücklich werden. Auch neue Freundschaften entwickeln sich, oft direkt im Umfeld, zum Beispiel mit netten Nachbarn, außerdem durch gemeinsame Interessen, etwa bei politischen Treffen oder im Leseklub. Auch mit den Geschwistern ist die Verbindung gut. In der zweiten Jahreshälfte scheint es zeitweise Stress im Privatleben zu geben. Vor allem in der ersten Oktoberhälfte sowie Ende November und Anfang Dezember ist es schwierig, vernünftige Absprachen mit Familienmitgliedern oder Mitbewohnern zu treffen. Eventuell verursacht auch eine Renovierung oder ein Umzug einigen Stress. Wenn möglich, solltet ihr euch in diesen Zeiten nicht zu viel vornehmen. Zu Weihnachten kehrt dann wieder Frieden ein. Beruflich sieht das Jahr vielversprechend aus. In bestehenden Jobs möchte man gerne weiter mit euch zusammenarbeiten. Aber auch neue Geschäftsideen sind aussichtsreich. Entscheidend für euren Erfolg ist, dass ihr euch gut organisiert und zum Beispiel To-Do-Listen führt. Ihr erhaltet viele Angebote. Da ist es wichtig, dass ihr euch nicht verzettelt. Wenn ihr mit vertrauenswürdigen Menschen zusammenarbeitet, solltet ihr dabei bleiben. Falls unklare Entscheidungen im Job euch das Leben schwer machen, käme ein Wechsel in Betracht. Ihr dürftet keine Probleme haben, etwas Besseres zu finden, vor allem im ersten Quartal sowie im November und Dezember. Wenn es sich rechnet, könntet ihr auch auf eine halbe Stelle gehen, um euer Berufsleben entspannter anzugehen. Im November und Dezember kommt etwas Gegenwind auf, entweder durch Konkurrenten oder weil andere Zusagen nicht einhalten und dadurch eure Abläufe erschweren. Legt wichtige neue Projekte möglichst nicht ins letzte Quartal. Finanziell sieht es rosig aus. Eure Verdienstmöglichkeiten sind sehr gut. Im Februar könnt ihr bei Verhandlungen das Optimum für euch herausholen. Anfang April solltet ihr finanziellen Ballast abwerfen, zum Beispiel überflüssige Abos oder Verträge kündigen. Ende Mai und Anfang Juni könnt ihr bei Finanzfragen überzeugen. Gute Kontakte erweisen sich im Dezember als lukrativ. Gesundheitlich dürft ihr euch auf ein stabiles Jahr freuen. Euer Selbstwertgefühl steigt und das kommt auch eurer Vitalität zugute. Falls ihr eine Ernährungsumstellung überlegt, kämen dafür die Sommermonate in Frage, auch für Aufbaukuren oder um eure Energiereserven wieder aufzufüllen. Verspürt ihr Lust, einmal eine Sportart, die mit Klettern oder Fliegen zu tun hat, auszuprobieren, zum Beispiel Paragliding? Dafür eignet sich die erste Jahreshälfte. Von September bis Dezember ist dagegen etwas Vorsicht geboten mit riskanten Sportprojekten. Im Oktober und November seid ihr anfälliger für Infektionen oder auch allergische Reaktionen. Und möglicher Stress zu Hause kann an den Nerven zerren oder Kopfschmerzen verursachen. Plant doch vorsorglich einen Erholungsurlaub für den Herbst, um zwischendurch zur Ruhe zu kommen.
Das waren eure Tendenzen für 2022. In unserem Jahrbuch findet ihr mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Außerdem auch die Fische-Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte direkt empfangen. Wenn ihr euch für Wirtschaftsthemen, Politik, Finanzen, Börsenentwicklungen, Gold und Silber interessiert, möchte ich euch außerdem das Jahrbuch von Ray Merriman ans Herz legen, das Buch mit dem Adler. Es heißt Voraussagen für 2022. Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Und jetzt kommen wir zum Serviceteil mit der Verlosung und den Tipps zum Schluss. In unserem Jahrbuch findet ihr die ausführliche Deutung aller Planeteneinflüsse auf euer Sternzeichen und praktische Tipps, wie ihr damit umgehen könnt. Und wir haben wieder alle Geburtstagskinder aufgeführt, die besondere Aspekte direkt auf ihre Sonne empfangen. Außerdem gibt es zu jedem Kapitel auch die ausführlichen Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Und wenn ihr euch für Wirtschaft, Politik und die Märkte interessiert, gibt's nichts Besseres als Rays Buch mit den Voraussagen für 2022. Beide Bücher könnt ihr über meine Homepage bestellen. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch auf der Infokarte. Der Antonias Sternekalender war letztes Jahr so ein Erfolg, dass es auch 2022 wieder einen geben wird. Mit den täglichen Aspekten von Sonne und Mond und allen wichtigen kosmischen Ereignissen im kalendarischen Überblick. Auch den Kalender habe ich auf meiner Homepage und in der Videobeschreibung verlinkt. Auf meiner Homepage findet ihr auch viele schriftliche Horoskope als PDF mit euren persönlichen Transiten und die Links dazu gibt's in der Videobeschreibung direkt unter dem Video im Horoskope-Shop. Ich freue mich auch, wenn ihr meinen Instagram-Account abonniert. Da poste ich täglich die Mondaspekte mit der Tagesstimmung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Zum Jahresende gibt's eine persönliche Jahresvorschau als PDF zu gewinnen. An der Verlosung nehmt ihr teil, indem ihr mir einen netten Kommentar zum Jahreshoroskop postet und meinen YouTube-Kanal abonniert. Das hat auch den Vorteil, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich neue Videos hochlade oder live streame. Und wer gewonnen hat, gebe ich schon am 29. Dezember im Januar-Video bekannt, also beeilt euch mit dem Kommentieren. Und hier geht's zum Kanal-Abo. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr euch dann jeden Monat euer ausführliches Monatshoroskop anschauen. Es gibt dort Livestreams, Specials und vieles mehr. Ich wünsche euch ein gesundes und liebevolles neues Jahr. Alles Gute mit den Sternen!